Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Heute machen wir wieder einen Ausflug nach Bayern zur Kulmbacher Brauerei und zwar zum Mönchshof. Mönchshof Hell haben wir heute hier zu stehen und zwar mit diesem Vintage Etikett oder Edition. Ich weiß gar nicht, wie die genau betitelt wird. Da hatten wir ja auch schon mal, was war es gewesen? Ich glaube, das Märzen, ne, was wir hatten hier schon vorgestellt. Ist somit die letzte Flasche aus dem Kasten, die übrig geblieben ist. Und damit dürfte jetzt das Kapitel Mönchshof tatsächlich mit dieser Flasche abgeschlossen sein. Ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, wir haben jetzt alle Mönchshof-Biere aus der Kulmbacher Brauerei in Bayern getrunken und getestet und bewertet. Richtig oder falsch? Helft mir, ich weiß es nicht. Zumindest, ich habe jetzt keine neuen Flaschen mehr entdecken können. Somit ist es jetzt hier die letzte, dieses helle. Ja, was steht da vorne drauf? Erstmal wieder ein schön uriges Etikett tatsächlich. Steht drauf, besonders mild. Auweia, naja, das kann ja was werden. Bayerische Brauspezialität hell, besonders mild, steht auch nochmal da unten. Und hier, wie gesagt, so mit diesem doch eher urigen Etikett, finde ich eigentlich ganz cool. Ansonsten typische Bügelverschlussflasche. Was haben wir drin? 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. So, ja, Kulmbacher Brauerei habe ich schon gesagt. Ja, mehr kann man dazu tatsächlich gar nicht sagen. Und auch hier steht jetzt kein großer Text, zumindest kann ich den da jetzt so nicht erkennen. Irgendwas Kleines steht da noch, aber das ist so klein gedruckt, dass ich es nicht erkennen kann. Ploppen lassen oder elegant öffnen? Ich glaube, heute machen wir elegant. Ploppt auch so. Oh, der hätte bestimmt richtig gut geploppt. So, Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall raus. Ja, ein bisschen ist okay. Und würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Oh, geschmeidig. So, ja, ist ein Bier, gibt sich als solches zu erkennen. Zwei Fingerbreite Blume würde ich sagen, mittel- bis grobporig, schneeweiß das Ganze, paar Luftbläschen sind drauf, relativ viel Bewegung, keine Kraterbildung. Ich würde mal so sagen, 90 Sekunden Standard wird das Ganze hier im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst, überzeugt euch mal, sieht so eigentlich recht gut aus, recht ordentlich, gefällt mir. So, beschlägt jetzt hier ein bisschen durch die Temperatur. So, Farbspektrum, wo bewegen wir uns denn da? Aber mal sowas von richtig klassisches Getreidegold, richtig schön glänzend, richtig schön tief, filtriert natürlich. Und da gibt es tatsächlich, ja, das ist so richtig klassisches Getreidegold, wie man sich es vorstellt. Ja, da ist jetzt nicht irgendwie was Spezielles oder so. Von der Karbonisierung her würde ich sagen, durchschnittlich, ja, es perlt gemütlich ab nach oben. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Also ich muss sagen, so wie das Bierchen da so im Glas steht, sieht das grundauf solide aus, oder? So stellt man sich jetzt erstmal ein Bier vor, finde ich absolut okay. Pff. Leute, ich gebe hier mal so 4 von 5, / 6 möglichen Punkten. Ja, für die Optik, für die Ästhetik. So, Bäuerchen gemacht, gerade Abendbrot gegessen. Wird auch Zeit hier. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen anschnuppern, mal sehen. Oh ja, okay. Für ein helles, durchaus aussagekräftiges Bouquet muss ich sagen, Malzkörper kommt hier deutlich nach vorne, allerdings zu meiner Unerfreuenis auch leider ein bisschen Säure. Da weiß ich nicht, wie die sich gleich im Geschmack tatsächlich präsentieren wird. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten ziemlich selbstbewusstes Bouquet tatsächlich, also... Da kann man ein bisschen was rausriechen. Malzkörper bringt ganz klar die Lieblichkeit hier mit. Man hat hier so wieder dieses nasse Getreidefeld, leicht süßlich, so ja, in diese Richtung geht das rein. Vielleicht sogar ein bisschen Fruchtigkeit, was mich wieder erfreut. Aber tatsächlich auch ein bisschen Säure. Ne? Da müssen wir mal gucken, wo die da drin steckt. Ihr Lieben, wollen wir probieren? Also... Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Ja. Was heißt spezial mild oder wie hieß das? Besonders mild, ja. Das merkt man beim Antrunk tatsächlich. Dieses Bierchen hier, das präsentiert sich tatsächlich als besonderes
Bier, weil das ist so mild, Leute, das ist echt krass. Also da glaubst du, du hast Leitungswasser im Glas drin. Also das ist wirklich so von den Aromen abgeschnitten. Diese ganzen Aromenspitzen sind komplett abgeschnitten, sodass man hier wirklich ein Produkt hat, was ja so leicht daherkommt. Aber anders leicht, ne? Es ist jetzt nicht so dieses leicht, wir müssen vielleicht mal eine Folge machen, wo wir uns mal über milde Sommerbiere unterhalten. Ich hatte schon mal mit dem Florianus mich darüber mal so auf Instagram mal kurz über eine Audio ausgetauscht. Da ging es nämlich auch darum, wo wir festgestellt hatten oder ich festgestellt hatte, dass, na Moment, was ist eigentlich so das Vorzeigebier der Deutschen, wenn es um tatsächlich milde Sommerbiere geht, ohne ein Mischbiergetränk, ne? Also, sondern tatsächlich ein richtiges Bier, sowas, ich sag mal, sowas wie Corona Extra, das Zoll, das, das Damm Estrella zum Beispiel, können wir da mal nennen, oder wie es da hieß, ne? Estrella Damm, ja, was gibt's denn da noch? Hier das Mythos, das, ach, da gibt's ja diese ganze europäische Palette, die wir da, Bira Italia, also klar, müssen wir nennen. Was hätte denn da Deutschland zu bieten? Und wenn jetzt viele sagen, naja, das bayerische Helle, dem muss ich immer ein bisschen widersprechen. Und das ist hier so ein Kandidat, der auch das tatsächlich zeigt. Weil es ist kein Sommerbier, meiner Meinung nach. Es ist jetzt zwar extrem mild, aber es ist jetzt nicht dieses spritzige, dieses dünne, wie man es halt kennt von einem klassischen, sage ich jetzt mal, Sommerbier aus den wärmeren Ländern, ja. Deswegen, weil hier hast du tatsächlich noch einen ziemlich intensiven Malzkörper, den du wahrnehmen kannst, aber eben mit komplett abgeschnittenen Aromaspitzen. Und das ist ja das, was ich immer so ein bisschen bei einem Hellen tatsächlich auch kritisiere. Und wir wissen jetzt kürzlich, dass es anders geht. Ich sag nur Fürst Karl Urhell. Was war da denn los mit diesem schönen Honigflavor, mit dieser Ummantelung? Und das hast du hier gar nicht. Das ist in meinem Punkt beim Antrum schon, wo ich sage, das ist einfach langweilig und das ist wirklich so, klar, die haben es raufgeschrieben, es mag Leute geben, die das vielleicht genau deswegen cool finden, weil es halt nicht so aufdringlich ist, es halt ja nicht so eine speziellen Spitzen hat, aber ich als Biertester muss sagen, ich finde sowas extrem langweilig und das ist jetzt nicht mal negativ gemeint, sondern einfach der Realität entsprechend, dass dieses Bier wirklich langweilig ist. Ja, wenn wir das jetzt mit dem Kellerbier von Mönchshof vergleichen oder so mit dem leckeren Schwarzbier von Mönchshof, ja, da ist da wirklich himmelweiter Unterschied. Aber komm, wir gehen noch mal ein bisschen tiefer rein. Das ist Leitungswasser. Du kannst deinen Hahn aufdrehen, trinkst du Leitungswasser, Alter. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ist das dynamisch? Ist das gemütlich? Ja, ganz klar ist natürlich dynamisch, ne? Weil wie gesagt, was bringt das, wenn du das jetzt länger im Mundraum behältst? Da werden keine großen Aromaspitzen vorgezaubert werden, weil das so runtergereduziert ist und gedrosselt, dass da komplett ja nada ist, ne? Das heißt, kannst du schon mal nicht viel erwarten da. Also dynamisches Bier, wenn du so willst. Kannst du wegexen, theoretisch, ja. Auch wenn es hier, was hat's, 4,9% hat, ja, okay, wirst dann auch irgendwann eine Wirkung verspüren, aber wie gesagt, keine Geschmacks, weil da ist, ob du es so wegexen tust oder länger im Mundraum behalten tust, da wird sich nicht viel ändern. Ja, das Intensivste hiervon ist wohl der Malzkörper, würde ich sagen. Ja, das ist auch das Einzigste. Und das war's dann auch gewesen. Keine Fruchtigkeit, kein Aroma, kein Hopfen, keine Floralität, keine Grasigkeit, gar nichts, Leute. Soll ich euch was sagen? Ich find's eklig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gruselt mich, das zu trinken. Nee, Freunde, das ist eines der Bierstile, die ich absolut nicht mag. Und ich bin gerade am Überlegen, selbst ein Export, was mir ja wirklich oft nicht schmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Helle hier, da würde ich doch eher einen Export, was mir nicht schmeckt, da würde ich sogar einen Perlenbacher Export trinken, was wirklich richtig klebrig, richtig bappig ist, weil dann habe ich wenigstens noch ein bisschen was im Mund, was ich wahrnehmen kann an Aromen, aber hier ist gar nichts an Aromen. Da ist wirklich alles, was das Schöne an eines Bieres ausmacht, ist hier weggenommen worden, alles. Das ist Leitungswasser. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich vorher ein Chili con Carne gegessen habe mit ordentlich Chili, dass mein Mund total betäubt ist. Aber ich glaube, das würde auch so in diesem Falle, wenn ich es nicht getan hätte, tatsächlich genauso schmecken. Da ist einfach so, sind da so feine Nuancen drin, sorry Leute, da bin ich dann nicht ausgereift in meinen Geschmacksnerven, dass ich die noch hätte
herausschmecken können. Ja, also aus diesem Grund, das hier wird nichts, Freunde. Das werde ich mir nicht ein zweites Mal in den Einkaufswagen packen. Begründung einfach zu nichts sagen, zu langweilig, zu aromamild. Das ist mir nichts. Ich kann sie trinken, da weißt du gar nicht, dass du da ein Bier trinkst, ey. Das ist doch kein Bier. Also da verstehe ich ganz ehrlich gesagt die Bayern auch nicht. Ja, da haben die so tolle Weißbiere, ja, richtig schöne Hefebomben, richtig schön wuchtig, richtig schön schwer, so ein schönes Feierabendsbier, ja, was du auch zwischendurch mal trinken kannst. Und dass dann in Bayern tatsächlich solche Biere da angeboten werden, das verstehe ich immer nicht. Ja, weil da gibt es so tolle Qualität, wenn wir da die regionalen Kleinbrauereien aus Bayern uns angucken. Ja, ob es das Köstlaner ist zum Beispiel, die Urweiße. Ja, oder jetzt hier, wie gesagt, Fürst Karl, dieses Urhell, was richtig gut war. Wein Stefana, da was war, da hatten diese Geschichte, das Helle war ja auch sensationell gewesen. Also da gibt es ja nun wirklich genug auf dem Markt der Hellen und auch der Weißbiere, die alle mit Aromen glänzen können und sich auch so stolz präsentieren. Und dann kommt tatsächlich sowas hier daher, was nach Leitungswasser schmeckt, weil es ja so dünn ist. Das ist ja nun wirklich, ich meine, die haben es ja zum Glück raufgeschrieben. Besonders mild, steht ja drauf. Aber dann ganz ehrlich, Freunde, dann hat das mit Bier relativ wenig zu tun. Und so möchte ich es auch bewerten. Es tut mir wirklich leid, aber das ist nicht dolle. 2 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Nee, hat mir nicht geschmeckt, Freunde. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.